der Mathis Künzler. Guten Abend, meine Damen und Herren. Was brauchen wir, damit es uns gut geht? Ganz sicher stabile politische Verhältnisse und eine konkurrenzfähige Wirtschaft. Aber das ist nur die halbe Miete. Wir Menschen brauchen Momente, in denen wir in andere Welten abtauchen. In Geschichten, die uns inspirieren, unsere Fantasie beflügeln, unsere Emotionen wecken. Fernab von den Anforderungen des Alltags. Die Tore zu diesen Welten öffnen uns Kulturschaffende. Ganz gleich, ob sie singen, tanzen, erzählen oder dichten oder schreiben, sie sind es, die mit großer Vielfalt unsere Sinne anregen. Und drei von ihnen sind heute für den Swiss Award nominiert. Ja, meine Damen und Herren, die Gewinnerin, der Gewinner ist Stefanie Glaser. Die allerherzlichste Gratulation. Dankeschön. Dankeschön. Eine große Ehre, dass ich das dafür bedanke. Schwer. Nur machen wir ein bisschen Hollywood. Zuerst einmal danke ich natürlich der Jury, dass sie mich gewählt hat für die Rolle von der Martha in der Herbstzeitlose, wo die Bettina Oberli geschrieben hat und inszeniert hat und wo ein grosser Erfolg geworden ist. Und dann danke ich natürlich sämtlichen Darstellern, die mitgemacht haben, nämlich der Heidi Maria Glössner, der Monika Gubser und der Anna-Marie Düringer und vielen anderen auch. Danke vielmals, das wäre es, glaube ich, gewesen. Stefanie Glaser, bleiben Sie noch mal. So schnell lassen wir Sie gleich noch nicht gehen. Stefanie Glaser, herzliche Gratulation. Merci vielmals, Mathis Künzler.